Hallo ihr Querlinge, es geht weiter mit den Helden in der Manege im Wald, an der Manegen Ruine muss es ja eigentlich sein, im Wald, südöstlich von Daria in den Tulabidenlanden, so heißt das hier. Und die Helden haben tatsächlich in der letzten Episode die Herrin des Waldes getroffen, ganz unerwartet. Und sie ist so gar nicht, wie sie sich das vorgestellt hatten. Ich fange nochmal neu an. Ich kann nicht reden heute. So. Ich finde aber, das lassen wir drin. Ja. Vergiss nicht meinen Loot zu erwähnen in der Stimmt. Vorstellung. Ja, ja. Ihr seid alles solche Chaoten, echt. Wir sind Chaoten. Ja, deswegen spielt ihr mit mir. Das macht doch kein normaler Mensch. Du verhaust das Intro und wir lauschen gebannt und still und wir sind Chaoten. Dieser Satz, der kann meinen Loot im Intro. Ja, dann traut sich Patrick nicht zu widersprechen. Das ist so ein Schwachsinn. Oh Mann. Ich mach wieder mal ihr Outtake. Ja. Also. Pack dieses Segment bitte ans Ende des Videos. Das hast du ja schon ein, zwei Mal mit Outtakes gemacht. Ja. So, ne? Nach der Abmoderation und dann noch so kurz so dieses 30-Sekunden-Segment. Ja, ja, genau. Komm, trau dich. Ja, so, nochmal. Hallo ihr Querlinge, es geht weiter mit den Helden im Wald, in der Manege, und zwar südöstlich von Daria in den Tulamidenlanden, und sie haben in der letzten Episode tatsächlich die Herrin des Waldes getroffen, die so gar nicht Herrin des Waldes war, wie sie sich das vorgestellt haben. Zumindest Arlinde hatte mal ein anderes Bild im Kopf als das, was sich ihr darbot. Sie haben eine, Elf-Menschen-Hybride gefunden. Eine Chimäre, magisch unfassbar, Feen-Menschen-Hybride, magisch sehr mächtig, aber auf dem, zivilisatorischen Niveau eines kleinen Kindes. Und sie hat aber auch selber schon ein Kind, den Herrn Papa haben wir noch nicht kennengelernt, aber da schwar den Helden auch einiges. Und irgendwer hatte die unglaubliche Idee, dass wir doch hier in dem Zirkus, den sich die Fee als Refugium geschaffen hat, doch eine Vorstellung uns anschauen könnten. Und mit diesen Worten, ei, schön, wir bereiten alles vor, geht schon mal raus, hat die letzte Episode geendet so ungefähr. Und jetzt gucken die Helden mit einem Kloß im Hals, was ihnen hier wohl dargeboten wird. Stimmt's, Patrick? Ich plädiere dafür, dass Gewirr die Fee häufiger spricht. Ich wollte gerade sagen, dass Arlinde in Zukunft für jedes Wort, das Gewirr in dieser Stimmlage sagt, einen Schadenspunkt auf innere Blutung erleidet. Aber wieso? Dir bluten doch die Ohren, nicht Arlinde. Ja, aber ich kann das ich kann Arlinde das ausbaden lassen, was du mir zufügst. Ja, du hast uns schließlich eben noch alle als Chaoten bezeichnet, dann muss ich hier auch keine Professionalität an Tag legen und In- und Outgame trennen. Wer wissen möchte, was jetzt damit gemeint war, der möge ganz bis ans Ende des Videos schauen und hören. Dann bekommt ihr das. Und wenn da nichts zum Schauen und Hören ist, dann schreibt Gewirr in die Kommentare, dass er was vergessen hat. Das stimmt, richtig. Ja, so, aber jetzt gut. Mal Contenance und hier zum Thema. Ja. Wir sind nämlich fast beim Thema. Eure Charaktere sind alle sind quasi alle hier vor die Tür von diesem kleinen Arbeitszimmer wieder getreten. Mhm. Ihr hattet euch noch kurz miteinander unterhalten, bevor dann also. Oder ihr wart noch kurz, ihr wart noch dabei, euch kurz miteinander zu unterhalten, bevor nun mal Farukol, den ihr in der Entfernung bereits sehen könnt, der so in etwas wie hier so steht, dann sich allmählich auf euch zubewegen würde. Mhm. Kasper hat euch noch ein paar Life-Hacks im Zusammenhang mit Feenwesen und deren Vorstellungen gegeben. Mhm. Und an dieser Stelle möchte ich von euch auch mal etwas erfragen. Mhm. Nämlich, dass ihr mir in der Reihenfolge, wie ich es euch gleich sage, eine Einschätzung gebt, wie, ich sage mal, wie
euer Charakter Claw, also die in Anführungszeichen Herrin des Waldes, bislang einschätzt auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist halt, die ist gefährlich und wartet nur darauf, uns breit lächelnd, vielleicht auch lachend, einen Dolch in den Rücken zu stoßen. Und 1 ist halt, auch ist die putzig, die will ja nur spielen. Und als erstes, wenn er schrägstrich sie bereit ist, hätte ich gern diese Einschätzung von Gewirr schrägstrich Arlinde. 3. Eine 3. Das heißt, Arlinde ist ihr gegenüber doch, ich sag mal, etwas weniger skeptisch schrägstrich vorsichtig. Arlinde ist der Ansicht, dass dieses Wesen sehr mächtig ist. Es ist dieses Wesen, womöglich sogar einzigartig ist auf ganz Dere. Dass es aber nicht bösartig ist, dass es das vielleicht auch gar nicht in diesen Kategorien denkt. Dass es aber durchaus bösartig sein kann, eben weil es nicht in diesen Kategorien denkt. Aber dann eher unabsichtlich oder nicht böse um des bösen Seins willen. Aber wir erinnern uns an den Wurf. Arlinde hatte vor einigen Episoden mal einen glänzenden Wissenswurf über Elfen gehabt. Feen. Ist es denn wahr? Über Feen gehabt, ja, genau. Hallo, Fachokol. Und diesbezüglich weiß sie eben das, was auch Kaspar in der letzten Episode gesagt hat, dass Feen eben eine andere Moralvorstellung haben, als sie unter den Menschen deres verbreitet ist. Daher ist es schon so ein bisschen, könnte es gefährlich sein, aber im Moment, ja, im Zweifel für den Angeklagten, hat Arlinde noch nichts gesehen, was irgendwie bösartig zu interpretieren wäre. Deswegen eine 3. Es kann aber ganz schnell eine 7 werden. Je nachdem, was jetzt passiert. Im Moment 3. Okay. Dann hätte ich gern von Kaspar als nächstes eine numerische Einschätzung. Wo genau auf dieser Skala ist, sie will uns nichts Böses, könnte uns aber aus Naivität furchtbaren Schaden zufügen. Und Verständnis. Je nachdem, wie groß du das Risiko von letzterem einschätzt, wäre das im Prinzip der Zahlenwert. Oder Teil des Zahlenwerts. Von daher kann ich dir da leider keine Antwort drauf geben. Dann würde ich sagen 5 oder 6. Gehen wir in 5. Okay. Und Esther. Esther würde nach Kaspars das Lächeln nicht vergessen, krampfhafter Warnung, auch erstmal bei einer vorsichtigen 5 bleiben. Mit ähnlicher Grundmeinung. Sie wirkt derzeit harmlos, aber ja, wer weiß, ob das so bleibt. Sie hat ja auch heiter davon erzählt, wie sie Löwenbändiger verbrauchen. Also. Genau das. Das hat sie nicht heiter erzählt, das hat sie nachdenklich vor sich hin gemurmelt. Trotzdem verbraucht sie Löwenbändiger, dementsprechend. Und Keule? So was Keule jetzt so erfahren hat, alles im Wald, wäre es tatsächlich so eine 7 oder 8. Okay, also Keule ist doch eher in Anführungszeichen angespannt und vorsichtig ihr gegenüber. Ja, und er hat jetzt kein Problem, sag ich mal, nur weil es ein kleines Mädchen ist, sag ich mal, das nicht mit der Keule zu zermalmen, wenn es nötig wäre. Okay. Aber allgemein einfach Abneigung gegen Magie ist bei ihm und das spielt auch mit rein. Also nicht nur die Herrin des Waldes, sondern einfach das ganze Magische drumherum auch. Mhm. Was natürlich auch von ihr ausgeht, das ist ihm nicht. Okay. Ja, deswegen reißt er sich, denke ich, auch so gut zusammen noch. Ja. Dann hättet ihr jetzt noch die Gelegenheit, irgendetwas auszutauschen, bevor Farukul dann in höherer Reichweite wäre. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, schon das gesagt, was ich sagen wollte. Mhm. Arlinde würde sagen, flüstern, ich werde versuchen, bei Gelegenheit Farukul ein bisschen auszuhorchen. Wenn wir alles wüssten, was er weiß, würden wir die ganze Situation hier viel besser einschätzen können. Na, okay. Dann mach schon mal deine Betörenprobe bereit.
Keule wird sich an Kasper halten und ihm noch mal einen fragenden Blick zu werfen und dabei sein schönstes Lächeln zeigen. Lächeln. Kasper, mach meine Selbstbeherrschungsprobe. Nein, okay. Bitte was? Das ist auf Ende schon einschüchtern, ja? Was soll ich sagen? Deine letzten drei Arena-Gegner hängen noch zwischen den Zahnlücken, ja? Deswegen ja die Selbstbeherrschungsprobe. Lächeln. Nicht die Schausteller umbringen. Also Keule lächelt mit seinem schönsten Arena-Lächeln. Mit allen beiden Zähnen, die er noch hat. Gut. Er hat alle Zähne. Die meisten. Bei dem Konsti-Wert hat er wahrscheinlich noch alle. Auf jeden Fall. Ist Farukul jetzt definitiv in Hörreichweite von euch? Dieses kurze Schwänzchen, was dieses Token hier nun mal leider nur hat, wird natürlich nicht den, ich möchte es nochmal betonen, weil ich persönlich es doch sehr überraschend fand, als ich es gelesen habe, den 5 Meter langen Schlangenschwanz natürlich nicht gerecht, den Farukul tatsächlich hat. Mhm. Wie hat das Alinde nochmal so schön genannt? Der stramme Schlängerich oder so? Der stattliche Schlängerich. Ah, okay. Ja. Und in all seiner Stattlichkeit und Schlängerigkeit schlängelt er jetzt also stattlich vor euch. Ja. Alinde lächelt ihn an. Oh Gott, ich verkneiß mir. Du hast diese Figur ersonnen, komm damit klar. Ich habe... Nein, nicht drauf eingehen, Patrick, nicht drauf eingehen. Farukul jedenfalls richtet das Wort an euch. Macht tatsächlich mal, Kaspai und Alinde machen beide mal einen Charisma-Wert. Kaspai bekommt eine Erleichterung von 3. Alinde, muss ich mich erinnern? Alinde plus minus 0. Kaspai bestätigt das. Okay, würfel du erstmal, Kaspai. Der ist bestätigt. Ja gut, Alinde, komm. Wenn du jetzt eine 20 Doppel-1 bestätigst. Jetzt kommt jetzt, also das kann, das kann sogar ich schlecht unterwürfeln. Wenn das so weitergeht, dann darf Kaspai wirklich die Gerüchte unterhalten. Obwohl, ich habe auch nein. Go, los. Ja. Ja. Sollen wir euch beide dann später abholen? Euer Blender mit Lächeln verbrennt die Augen. Aber nicht bestätigt. Nicht bestätigt, schade. Okay. Kaspai, deine Menschenkenntnisprobe von vorhin zählt noch. Alinde macht auch ruhig mal eine, nur damit ich weiß, ob ich ihr die Infos auch gebe. Mhm. Ihre ist erschwert um 5. Mhm. Okay. Ach, weißt du was, ich bin großzügig, erschwert um 6. Ach, toll. Das dürfte wohl kaum geglückt. Nö, ich muss ja, hab ja 0 Punkte zum Ausgleichen, das ist nicht geglückt. Ja, okay. Aber jedenfalls nicht katastrophal daneben. Nö. Ja, Alinde, du siehst, dass Farukul zuerst deinen Blick auffängt. Freust dich schon, dass also dein Versuch der Kontaktaufnahme geglückt ist, aber dann richtet er sich halt mit dem, was er gleich sagt, doch an Kaspai. Kaspai, du mit deiner Menschenkenntnisprobe registrierst, dass Farukul nun einmal zunächst den Blickkontakt von ebenfalls halt Alinde auffängt, dann allerdings also nicht negativ ihr gegenüber eingestellt ist, aber halt doch, wie du es einschätzt, weil er nun mal vorhin mit dir sowieso schon hauptsächlich geredet hat und weil du ihm halt von Anfang an so höflich gegenübergetreten bist, was, wie du dir denkst, / denken kannst, nun einmal für ihn nicht die Norm ist, das normale, nicht mit irgendwelchen Tieren verschmolzene Wesen höflich mit ihm im Umgang sind, dass er also nach wie vor nun mal mit dir primär redet. Weil du einfach den stärkeren positiven Eindruck bei ihm hinterlassen hast. Aber Alinde holt auf. Also Alinde hat sich mit diesem Wurf durchaus vor normale Menschen gesetzt.
Aber Kaspar hat gerade nochmal extra Pluspunkte gemacht, auf welche Weise auch immer. Also einfach nur dadurch, dass er nun mal Kaspar ist. Mhm. Der ist gut aussehend. Mhm. Ja, ja. Der Kajalstrich hat's gemacht. Ja. Ja. Alinda hat einfach das Problem, dass sie sich weniger schminkt als Kaspar. Mhm. Ist richtig. Der steht nicht so auf den natürlichen Look. Ja. Das heißt Thulamide. Ja, nee, Alinda ist auch älter als Kaspar, glaube ich. Ja, ich glaube tatsächlich schon. Mhm. Naja, egal. Auf jeden Fall richtet er sich also, wie wir jetzt endlich wissen, an Kaspar und ja, seine Aussage klingt fast wie eine Frage, dass er also dann sagt, nun, euer Gespräch scheint gut gelaufen zu sein. Bisher schon. Wir sollten Bescheid geben, dass alles für eine Vorstellung fertig gemacht werden soll. Ich verstehe. Gut, wenn sie das so will, dann folgt mir gerne. Ich kann euch zeigen, wo ihr euch hinsetzen könnt. Es wird aber wohl noch ein wenig dauern, also müsst ihr noch nicht sofort gehen. Er setzt sich aber nun mal in Bewegung. Würde es uns den Spaß verderben, wenn ihr uns etwas sagt, was wir erwarten können? Wart ihr schon einmal in einem Zirkus und er guckt jeden von euch an, wobei er auf Keule nur sehr kurz den Blick ruhen lässt? In so einem richtigen Zirkus wie hier im Süden? Nein, ich kenne größere Gauklerfest und ähnliches, aber einen, ich sag jetzt mal Institutionen wie so etwas mit einem eigenen großen Zelt und so weiter, nein. Mhm. Ich habe schon wieder davon gelesen, aber gesehen habe ich so etwas bisher noch nicht. Keule erwidert nur, ja, zumindest in solchen Arenen hier kenne ich mich aus. Mhm. Auf Keules Äußerung reagiert Farukul kaum. Bei den anderen nickt er einmal, sodass er quasi zeigt, dass er verstanden hat, was ihr meint. Und sagt dann nur, gut, er guckt dann primär Alinde und, oder nee, er guckt erstmal Esther an und sagt nur, ihr habt keine Ahnung, was auf euch zukommt. Und dann guckt er nun mal Kaspar und Alinde an und sagt, ihr solltet anderes erwarten als das, was ihr schon kennt. Aber Glor wäre... Er überlegt wieder ein paar Sekunden, um die richtigen Worte zu finden. Enttäuscht, wenn ich euch zu viel verraten würde. Nun, man will ja die Überraschung nicht verderben. Ja. Auf mich wirkt der gerade etwas bedrückt. Irre ich mich da oder doch? Fragst du das gerade in-game oder out-game? Also auf mich als Spieler wirkte jetzt diese Antwort irgendwie bedrückt. Deswegen frage ich, ob Alinde, also Alinde guckt ihn an, wirkt er jetzt irgendwie entrückt oder belastet ihn jetzt irgendwas oder nicht? Mich wirkt es eher vorsichtig. Naja, ich konnte es nicht einschätzen, deswegen frage ich nochmal so explizit. Na gut, bei Gwirr passt das dann ja zu seiner Menschenkenntnisprobe. Ja. Du kannst es nicht einschätzen. Okay. Pass bei vorsichtig, nein. Also du würdest ausschließen, dass Farukul Angst vor Claw hat. Das ist beruhigend. Es schien wirklich eher so zu sein, dass er einfach nur versucht hat, die richtigen Worte zu finden, um die Konsequenzen auszudrücken. Okay. Können wir uns eigentlich hier ein wenig umsehen, nachdem wir unsere Plätze kennen? Weil ihr sagtet ja, wir müssen uns noch nicht direkt hinsetzen. Ihr könnt gerne hier, hier unten bleiben oder auch draußen vors Zelt gehen. Ich würde euch dann, wenn ihr alle rausgeht, holen. Wenn es losgeht, geht aber bitte in keine der Türen und er zeigt insbesondere nun mal auf die ganzen Türen
hier auf dieser Seite. Dort, wo er halt hingezeigt hat, sind die Baue, Nester und Räume der verschiedenen Tiere, die hier bei uns leben. Und die anderen Türen führen entweder zu Vorratsräumen oder Privaträumen. Verstehe. Aber alles, was nicht hinter einer Tür ist, da könnt ihr hin. Er setzt dann seinen Weg entsprechend hier runter fort. Hier so in etwa ist ein Aufgang, so etwas halt wie eine kleine Holztreppe, die dann halt hoch auf die Holztribüne führt. Ihr seht auch im Vorbeigehen, dass hier auf der anderen Seite entsprechend auch eine ist. Ja, muss alle hinter vorgeben, auch langsam. Ja. Als ihr dann davor steht, sagt er nur, setzt euch am besten hier oben, also er selbst steigt die Treppen nicht empor. Ihr könnt eure eigenen Schlüsse ziehen, wieso. setzt euch am besten in der Nähe der Treppe hin. Aber grundsätzlich könnt ihr euch selbst einen Platz aussuchen. Das sind Sitzbänke, ja? Das nehme ich also an. Ja, ja, wie gesagt, Tribünen, also halt ja. Holzbänke, dort oben, genau. Ja. Ich gehe dann jetzt bei den Vorbereitungen helfen. In diesem Moment hört ihr von hier hinten schnelle Schritte. Ihr seht wieder Claw, die auf euch zurennt. Für sie habe ich dieses Mal auch einen Token vorbereitet, auch wenn ich nicht wirklich zufrieden bin, weil, ne Moment, was? Das stimmt nicht. Das ist ein umgezogener Kasper. Kasper ist die Herrin des Waldes. Das hat dich wohl enttarnt. Deswegen konnte er sich selbst auch so gut bezirzen gerade. Ach ja. Nee, er konnte Haruko gut bezirzen. Ja, es ist halt das einzige Token, was irgendwie nun mal entsprechend servicemäßig angezogen kommt. Ist. Ja, richtig. Na gut. Also ja. Wer hätte es gedacht, kleine Feenmädchen mit meterlangen blonden Haaren im Zirkus-Outfit gibt's irgendwie nicht hier in den Gratis-Token. Ich verstehe auch nicht warum. Ja. Aber ja, sie rennt euch noch einmal hinterher. Sie hat jetzt tatsächlich, ihr habt ja die Bilder gesehen, die ich euch zur Verfügung gestellt habe, sie hat jetzt tatsächlich auch so einen, in Anführungszeichen, ja, so einen Hut mit Glöckchen auf schon an, allerdings sitzt er noch nicht ganz richtig. Und rennt also entsprechend in eure Richtung. Barukul guckt auch nur ratlos. Naja, dann hören wir es ja klingeln, wenn da so ein Glöckchen am Hut ist und deswegen ja, sich alle hinter ihr habt sie zuerst kommen hören. Ja. Das definitiv. Keule verleiht sich höflich, als sie kommt. Also Keule war ja eh ganz hinten, hat ja schlüsselig gebildet und wenn sie kommt, der steht halt so seitlich zu ihr und tut so ein gleich Daumen Verbeugung andeuten. Und Kasper bitte nochmal, das habe ich auch nicht gehört. Kasper dreht sich zu ihr um und erwartet sie, weil sie will ja anscheinend was von, entweder von uns oder von Farukol. Okay. Ja, als sie dann auf euch zukommt, ist euch wird euch sehr schnell klar, dass sie direkt auf Esther zuhält und quasi aus dem vollen Lauf dann also bei jedem normalen Menschen hättet ihr damit gerechnet, dass sie schlitternd zum Halt kommt, aber das ist ich sag mal ungewöhnlich, fast schon sagen wir beherrscht. Graziös wäre etwas übertrieben, aber beherrscht, wie sie also von 100 auf 0 runterbremst. Sie streckt erstmal, während sie sich also streckt, also ihre ganze Körperlänge strecken muss, streckt sie nun mal Esther die Hand entgegen, so als würde sie am Kopf berühren wollen. Okay, was für ein Gesichtsausdruck hat sie dabei auf? So wie jemand, der
gerade vom jemand, der gerade in Urlaub fahren will und vom Auto zurück ins Haus rennt, weil er die Autoschlüssel, die Tickets und die Koffer vergessen hat. Okay, ich weiche mit ich weiche vorsichtig mit dem Kopf zurück und meine dann was kann ich für euch tun? Dann machen wir es tatsächlich mal so. Ich glaube, das habe ich hier nicht, aber hier habe ich es vorbereitet. Würfel mal kurz deine Initiative aus. Okay. Ach Gott, das ist schon so lange her. Ja, ich könnte es auch nicht mehr. Genau das. Das ist schon wieder so lange her. Ich habe vergessen, wie es geht. Wissen wir 6 und rechnest deine Initiative-Basis drauf. Danke. Das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Initiative Basis ist 11, das gibt 17. Dann schaue ich doch mal, ob sie da rankommt. Ich muss nur kurz gucken, ob hier da alles... Das stimmt aber, ja. Ja, sie kommt allerdings auf eine stolzere Zahl, die ich hier jetzt nicht nenne. Sie ist aber jedenfalls schneller als du und einfach nur quasi so mit den... wie drückt sie das aus? Ich glaube, bei ihr wäre es am ehesten ein einfaches Halt mal still. Ist sie dann also halt doch erstaunlich flink. Also denkst du dir so, du denkst ja halt wirklich hier, ne, ich bin ausgebildet worden, mit dem Säbel zu kämpfen und bin ja eher auf Gewandtheit und Geschwindigkeit als auf Körperkraft, aber sie ist noch wesentlich flinker in ihren Bewegungen und du hast halt nicht das Gefühl, auf dem falschen Fuß erwischt worden zu sein, so halt ja, weil deine Initiative ja nur mal mit 6 maximal war. Aber ja, ohne sozusagen, dass du etwas dagegen tun kannst, tätschelt sie dich also am Kopf. So, als würde sie dich dafür loben wollen, etwas gut gemacht zu haben. Und noch bevor du aus deiner, aus deiner Verdattertheit etwas tun kannst, beugt sie sich dann also runter und blickt in deine Tasche, die du ja immer noch um die Schulter trägst. Und sagt nur, dir habe ich mich noch gar nicht vorgestellt. Halt, an Gilia gerichtet, selbstverständlich. Ah, ja, das ist richtig. Du hast gemerkt, dass Gilia so in der letzten Zeit, also halt als ihr die ganze Zeit über, sie war ja sichtlich nervös, als in, ihr im Wald, ja. Genau, von den Wölfen umgeben wart. Oder in der Nähe wart. Und auch hier im Zelt hat sie sich jetzt nicht unglaublich entspannt. Also es war nicht so schlimm, nicht mehr, als die Wölfe dann außer Sichtweite waren irgendwann mal. Aber sie war immer noch sichtlich aufgeregt. Jetzt, wo sie von Claw direkt angesprochen wird, fängt sie zumindest ihren Blick auf. Und du bemerkst dann auch, dass Claw nach der Tasche greifen würde, um den Verschluss sozusagen zu öffnen. Da würde ich jetzt halt trotz ihrer höheren Initiative dir eine Gelegenheit geben zu reagieren, wenn du es möchtest. Ich meine noch, seid vorsichtig, sie könnte etwas launisch sein, nachdem wir in Gesellschaft der Wölfe hierher kamen. Die Arme hat den ganzen Herweg über gezittert, wie erst im Lauf. Ja, Claw hält in ihren Bewegungen nicht inne, sondern hat den Verschluss der Tasche recht schnell geöffnet und sagt dann also dabei nur, oh ja, das kann ich mir vorstellen. In dem Moment holt sie Gilia aber auch schon aus der Tasche und sagt dann also, armes Ding, und fängt an, sie zu streicheln. Und Gilia
ist ihr gegenüber auf eine Art und Weise freundlich aufgeschlossen, wie du es noch nicht erlebt hast. Mhm. Also bislang war sie nur dir gegenüber so schnell, so zutraulich. Mhm. Also ja, sie schnurrt hier jetzt nicht unbedingt rum, aber du siehst halt, dass es anders als zum Beispiel bei Keule, dem sie ja erstmal ein, zwei Mal eine verpasst hatte, als er mit ihr interagiert hatte, bis sie dann irgendwann seine Anwesenheit akzeptiert und toleriert hat. Mhm. Hallo, die hat Alkohol und Hase von mir bekommen. Ja. Sogar in der Reihenfolge. Und ja, bei Gilia, bei Claw scheint jedenfalls von Gilia aus keinerlei ich nenn's mal keinerlei Hemmungen irgendwie zu herrschen. Und Claw redet halt mit ihr so, als würde sie davon ausgehen, dass Gilia sie versteht. Gut, in Anbetracht der Vielzahl an Tiere, die sich hier herumtreiben, erstaunt mich das nicht so sehr, wie es gekonnt hätte. Und da ich ihr Machtlevel und die potenzielle Gefahr nicht einschätzen kann, beherzige ich Kaspars Ratschlag und lächle einfach nur freudig in Angesicht von Gilias weit entspannterem Zustand. Das ist gut. Entsprechend, nachdem sie so ein, zwei Sätze mit Gilia in Anführungszeichen gewechselt hat und du und auch Alinde, die ihr beide etwas tierkundiger seid und Nessa ja nun mal auch mit Abrechten und eben ihrer bereits bestehenden Bindung zu Gilia, ihr merkt regelrecht, also ihr wisst halt, ihr habt zumindest gewisse Grundkenntnisse, wie Katzen in Anführungszeichen kommunizieren. Mhm. Halt über verschiedene Laute und viel mehr, viel stärker ja noch entsprechend über Körpersprache. Ja. Und ihr habt tatsächlich das Gefühl, dass Gilia an entsprechenden Stellen in Anführungszeichen antworten würde, wenn Claw mit ihr spricht. Ihr habt natürlich keine Ahnung, was das in dem Sinne bedeuten soll, aber ihr merkt halt einfach, dass in der Art und Weise, wie Gilia sich verhält, dass sie nun einmal Dinge tut, die eine Katze normalerweise nicht tun würde, einfach nur, wenn jemand sie auf dem Arm hat und sagt, oh, du bist aber eine Liebe. Ja. Also ja, ihr beide könnt, wenn ihr das wollt sozusagen, oder ich drück's andersrum aus, ihr habt Indizien, die ihr so auslegen könntet, dass tatsächlich Claw in irgendeiner Weise dazu in der Lage ist, mit Tieren eine Art und Weise zu kommunizieren, die nun einmal über das normale Abrichten und Kommandos geben sozusagen hinausgeht. Alinde beobachtet das höchst fasziniert. Ja, auch Gilia behält er es. Nein, nicht Gilia. Auch Esther behält Gilia genau im Auge. So rum. Beobachtet das sichtlich neugierig, aber mit vielleicht noch ein klein wenig Vorsicht. Ja. Nach so, ihr würdet mal schätzen, 10, 15 Sekunden oder so, die beiden sich in Anführungszeichen unterhalten haben, würde Claw dann auch Ilia quasi zu Esthers Füßen auf den Boden setzen und dann also nochmal sagen, und du brauchst keine Angst haben, die anderen Kleinen hier werden dir nichts tun. Und Esther, dir fällt nun mal sofort auf, dass Gilia nun einmal nicht sofort wieder das Verlangen hat, sich in einen Tennisball zu verwandeln. Das ist durchaus eine positive Entwicklung. Und jetzt legt Claw dir Esther auch nochmal so die eine Hand auf den Arm und sagt, siehst du, jetzt brauchst du auch nicht mehr so angespannt zu sein. Ich danke euch. Ich hätte nicht gewusst,
wie ich sie anders davon hätte überzeugen können, dass es hier durchaus für sie sicher ist. Okay. Ja, ich will doch, dass meine Gäste sich hier wohlfühlen während der Vorstellung. An dieser Stelle können nochmal welche von euch Menschenkenntnisproben ablegen in unterschiedlichem Maße. Und zwar ist das aber abhängig von einem anderen Talent. Daher hat Keule leider keine Sinnesschärfenprobe. Menschenkenntnis, hast du gerade gesagt. Quatsch, ja genau, Menschenkenntnis. Doch, wobei doch hat er, aber dann eventuell nur, dass er andere Infos bekommt. Also, ja, Keule, Menschenkenntnisprobe, erschwert nur um 4. Linde, Menschenkenntnisprobe, ebenfalls erschwert um 4, Kasper erschwert um 5 und für Esther ebenfalls erschwert um 5. Nicht geschafft. Schade. Oha. Kasper ist richtig gut drauf, der Angeber. Die 13 könnte es aber... Bei mir war es ja Schwert um 5, müsste aber hinten, ja, das letzte ist Charisma, ja, funktioniert, definitiv. Ja, bei mir funktioniert es auch. Kasper ist schließlich Charisma. Ich habe noch einen über. Super. Boah. Ja, die 17. 1, 7, 17, schön. Immer schön, weil die 7 direkt neben der 1 ist. Ja. Das erste ist Klugheit und das, da verliere ich schon 7 Punkte. Das hatte ich auch ohne Erschwertes schon nicht geschafft. Okay, gut. Ja, also Alinde guckt halt fasziniert zu. Ja, denkt sich nichts dabei. Kasper und Esther fällt auf, dass Claw Esther noch kurz mustert. Also bis eben war sie halt so in ihrer, auf ihre Art und Weise quasi, wie ihr sie bislang auch hauptsächlich erlebt habt, nur mal mit dieser Mentalität eines kleinen Kindes und recht sorglos, ein bisschen naiv vielleicht und so weiter und so fort. Euch fällt aber halt auf, dass während sie Esther nun einmal angeguckt hat, jetzt am Ende hin. Es ist fast so wie ein kurzes Stirnrunzeln. Also als würde ihr irgendetwas auffallen, wo sie dann kurz überlegt oder sich selbst etwas fragt. Dann aber nichts weiter sagt, sondern einfach nur entsprechend wieder, dann ist ja gut und viel Spaß. Ich gehe den Rest vorbereiten. Und dann dreht sie sich halt auch auf dem Absatz um und beschleunigt gleich wieder von 0 auf 100 in Richtung ihrer, in Anführungszeichen, Bürotür. Keule verbeugt sich leicht zum Abschied. Obwohl, Keule wird tatsächlich noch sagen, wenn sie gerade am Absatz kehrt macht, wird er Hilfe anbieten bei der Vorbereitung. Im Vorbeirennen sagt sie nur, nein, vielleicht später. Ja, dann wirft er noch einen Blick zu Farukol hin und, ja, lässt es aber dann so sein. Alinde schaut ihr hinterher und wenn sie dann da wenigen Augenblicken später wieder da in dieser Tür verschwunden ist, dreht sie sich zur Esther um und schaut Esther an und fragt Esther, aber auch Kasper und auch Keule, warum hat sie euch getätschelt? Esther zuckt nur mit den Schultern. Weil sie ihren Trick durchschaut hat. Mit dem Gänselux. Aber ich glaube, Kasper wusste nicht, was für eine Art von Lux es ist. Mit der großen Katze.
Barukol noch in der Nähe und hört, was sie sagen? Dann hätte sie doch Alinde auch den Kopf tätscheln müssen, oder? Ja. Nun, vielleicht, weil ich auf Gilia aufgepasst habe? Oder als Entschuldigung, weil sie Gilia nicht begrüßt hat. Oder das. Ich meine, sie scheint einen großen Wert auf die Gesellschaft von Tieren zu legen und deren Wohlergehen. Von daher... Alinde, also ist Farokol in Hörweite, meiner Ansicht nach? Da er, also, möchte nicht sagen, direkt neben euch steht, aber doch, das beschreibt es ganz gut, ja. Doch, okay. Ist er. Er hat halt nur die Gelegenheit genutzt und halt, ist halt quasi hier rum, hierhin geschlängelt, sodass er jetzt einen anderen Winkel zu euch hat. Okay, ne, dann sagt Alinde nix. Nun, wenn die Herrin nichts weiter von uns möchte, könnten wir uns ja mal die Sitzgelegenheiten angucken. Raus mit ihr. Ja, wäre ich auch für. Ja. Jetzt, wo Farokul da so rumschlängelt nebenan, wird Keule, dass ich nochmal Farokul direkt ansprechen, wo er vielleicht bei den Vorbereitungen irgendwie behilflich sein kann. Farokul würde auch nur daraufhin erwidern, nein, es ist nicht viel zu tun. Das können wir. Okay, Keule nickt. Und... Kann Keule irgendwie einschätzen, dieses Schuppenkleid von der Schlange, ob das irgendwie gut gepanzert ist oder ja, irgendwie mit seiner Kampferfahrung, wo man am besten mit der Keule draufschlägt, dass er beim ersten Schlag liegt? So etwas würde ich auf eins von drei Talenten laufen lassen. Bei zwei davon weiß ich, dass du sie nicht hast. Du hast nämlich weder Tierkunde noch Anatomie. Das Einzige, was eventuell noch ginge, wäre Kriegskunst. Ja, dann würde ich tatsächlich immer gerne auf Kriegskunst würfeln. Okay. Vielleicht dann irgendeine schwache Stelle, ob ich das was sinnen könnte. Dann mach daraus eine Kriegskunstprobe. Ich will dich jetzt nicht demotivieren und dir Erschwernisse nennen. Wir gucken einfach mal, um wie viel ich sie hätte erschweren können. Ich denke mal, ich hätte es dir erleichtern müssen, oder? Und? Das letzte ist Charisma. Bei Kriegskunst. Verdammt. Nee, dann nicht geschafft. Wobei, ob Charisma in dieser Situation sinnvoll ist, sagen wir dahingestellt. Ja. Intuition wäre wahrscheinlich besser. Kriegskunst geht auf Mut, Klugheit, Charisma. Ich würde es tatsächlich durch Mut, Klugheit, Intuition ersetzen. Ist dann aber immer noch. Habe ich es immer noch nicht geschafft, ne? Nee. Um eins daneben. Ja, du kannst es schlicht und ergreifend nicht einschätzen, weil bei Schuppen weißt du halt nur so nach Motto, naja, Schlangenschuppen, also du weißt halt, dass man Schlangen ganz normal umhauen kann. Dass es ja sogar so kleine Nagetiere gibt, die Schlangen teilweise jagen oder so. Also Schlangenschuppen können jetzt nicht dick sein, aber du hast nun mal auch gehört, dass so ein Drache angeblich recht viel aushält. Der hat auch Schuppen, ja. Also ich sehe es an der Linde. Auch Schuppen, alles komisch mit Schuppen. Können offenbar hart oder weich sein. Ich sehe es an Was ich dir tatsächlich zugestehe, weil du halt nur um eins daneben bist, dass du an seinem Körperbau, einfach, dass er so, ich sag mal, so kräftig gebaut ist, dass du davon ausgehst, dass er sehr viel aushält. Also ich meine, du bist ja auch ein zäher Typ, ne? Du musst auch einiges abbekommen, bevor du mal umfällst. Aber du gehst davon aus, dass wenn quasi du ohne Rüstung und er ohne Rüstung beide die gleichen Hiebe abbekommen würden, dass du doch deutlich vor ihm umkippen würdest. Okay. Dann das noch würdest mal... du natürlich niemals zugeben, aber du hast so eine kleine Stimme im Hinterkopf, dieses Ding, was du noch nicht ganz tot bekommen hast, namens Vernunft. Das flüstert dir das so zu. Okay. Letzte Frage noch. In dem Zelt hier sind irgendwo Fackeln angebracht, ne?
Jein. Es sind eher Kerzen, die sehr hell brennen. Sind die irgendwie in Reichweite, dass man da das Feuer nutzen könnte? Die also in der Arena und auf der Tribüne da? Die hängen hier so zwischen den Türen an dieser Holzwand. In okay. So kleinen Halterungen. Und auf der Tribüne oben ist keine Beleuchtung mit Feuer. Zumindest keine, die du von hier unten aus momentan sehen würdest. Okay, dann... Es kommt allerdings auch Sonnenlicht noch durch das Stoffdach hindurch. Also nicht direkt, aber es kommt sozusagen immer noch Helligkeit hindurch. Sind halt keine Abdunklungsgardinen oder so. Ja gut, das hat sich Keule halt jetzt so mal eingeprägt, so ein bisschen die Gegebenheiten und hier von Farokuli Eigenschaften so ein bisschen, aber was erkennen hat. Und ja, wird dann hier wieder das Schlusslicht bilden. Also wird tatsächlich hier warten, bis, wer ist das, Alinde hier dann noch weitergeht. Und der Gruppe dann wortlos folgen. Alinde würde dir tatsächlich den Vortritt lassen, wenn es dann darum geht, hier die Treppe hochzusteigen zur Tribüne. Denn Alinde hat vor, dort nur ihr Gepäck abzulegen und einen Wasserschlauch rauszunehmen und dann nochmal vor das Zelt zu treten. Was ihr euch auch sagt. Nach dem Motto, ich gehe doch mal nochmal die Beine vertreten vor dem Zelt. Es ist klar, dass jeder von euch aufgefordert sei, mitzukommen, wenn er das möchte, aber es ist halt nur so eine Information. Also ihr geht auch alleine, ne? Und dann, ja, dann wird Keule erstmal dort hochgehen zu Kaspai. Also ihr bleibt sitzen, ist okay. Alinde, beim wieder runtergehen siehst du, dass Farokol hier bei einer Doppeltür diese schon mal geöffnet hat und dann schon wieder an diesem Ende des Raumes ist. Also du siehst auch, weil du halt quasi weißt, wie viel Strecke du in der gleichen Zeit zurückgelegt hast, dass er sehr schnell unterwegs ist. Und die Tür steht jetzt offen oder hat sie nur aufgeschlossen? Oder was meinst du mit aufgemacht? Aufgemacht. Und ich habe mich geirrt. Er steht eher so im respektablen Abstand zu euch und will offenbar hier irgendwo ran. Ich meinte damit, dass er sie wirklich geöffnet hat. Also sie stehen jetzt offen, die beiden Türen. Dann würde Alinde mal so einen kleinen Bogen gehen auf dem Weg nach draußen, dass sie da mal rein illern kann. Ob sie da was erkennt. Ja, bei deiner hohen Sinnesschärfe, der Raum ist einigermaßen dunkel, aber du kannst auf jeden Fall so etwas wie Holzregale erkennen. Du siehst ein, zwei Heuballen dort liegen. Also es wirkt für dich, so im ersten Moment denkst du an so einen kleinen Raum für Reitgeschirr und Heu und so weiter neben einem Stall. Das ist so dein erster Gedanke, wenn du das siehst. Okay. Ja, dann würde Alinde nochmal zu den anderen sagen, bis gleich, und würde dann raustreten, wenn das geht. Aber es sollte ja gehen nach der Ankündigung. Ja. Gut. Sie hat auch nur, also sie hat Schild dabei, Schwert hat sie dabei, Rucksack steht hier irgendwo. Und sie hat einen Wasserschlauch dabei. Sie will ein bisschen was trinken draußen. Und bei den anderen? Ja, Esther lässt sich neben Kaspar auf der Bank nieder. Und wirkt sehr in Gedanken versunken, was das gerade, was die gerade eben stattgefundene Unterhaltung mit wie heißt es, mit Law, glaube ich, hieß sie, anging. Und keine Ahnung, sie wirkt nachdenklich. Ihr seht dann entsprechend, dass Farokol hier durch eine große Tür quasi direkt unter euch geht. Also ich lasse ihn jetzt quasi vor der Tür stehen, weil das ansonsten verwirrend wäre, wenn er hinter euch ist, aber... Gut. Wenn ihr zu irgendeinem Zeitpunkt etwas sagen oder tun wollt, unterbrech mich. Ansonsten schildere ich einfach nur, was ihr jetzt erstmal seht. Farokol würde in Begleitung des großen Schröters, den ihr schon gesehen habt, entsprechend aus dem Raum wieder hervorkommen. Ihr habt ja im Kopf, dass
Es hieß, hier wären so die sozusagen Räume der verschiedenen Tiere. Also scheint das, worüber ihr sitzt, wohl der Raum von dem großen Schröter zu sein. Mhm. Und verschwindet mit ihm gemeinsam hier in diesem Raum. Coil wird tatsächlich so einen Moment abpassen, wo die gerade, sag ich mal, am Ende, anderen Ende des Raumes sind, beziehungsweise da drüben im Raum. Und würde so Kasper so an der Schulter mit dem Ellenbogen anstoßen. Ihm so leise zuflüstern. Hier, Kasper, auf welchem Kommando verarbeiten wir diese Sülze? Kasper hebt eine Augenbraue und meint dann einfach ganz trocken, hoffen wir einfach, dass es nicht zu einem offenen Gefecht kommt. Aber wenn es dich beruhigt, sagen wir, das Wort ist Bernsteinkette. Keule nickt zufrieden und haut ernst in die Manege rein. Aber ich glaube nicht, dass es nötig werden wird. Für den Fall der Fälle. Für den Notfall ist es immer gut, so ein Kommando zu haben, ja. Okay. Esther, du registrierst noch, dass Gelia momentan, also sie ist jetzt außerhalb der Tasche unterwegs. Sie entfernt sich nie mehr als 2-3 Schritt von dir. Aber sie ist jetzt wieder hauptsächlich im normalen Katzenverhalten, dass sie also innerhalb dieses Radius um dich herum doch recht neugierig auf Sachen, also auf die Bänke drauf klettert, hier und da was abschnuppert und so weiter. Ja, dann würde ich meinen Rucksack vom Rücken nehmen und ein bisschen was zu essen für Gelia rausholen. Ja, das nimmt sie auch dankend an. Auch ach, etwas, das ist ein Stress. Genau, auch etwas zu trinken. Ja, Alinde, du siehst draußen, wie ein Großteil, wie du vermutest, des Wolfsrudels dort unterwegs ist. Du hattest ja deine Tierkundeprobe bei den Wölfen war ja gut gelungen. Von daher gebe ich dir da nochmal eine extra Info. Du siehst nämlich, dass eine trächtige Wölfin dabei ist. Mhm. Ist aber nicht die Alpha-Wölfin. Nein, offensichtlich nicht. Mhm. Und auch noch zwei Welpen. Woraus du nun mal schließt, dass, weil so jung wie die Welpen noch sind, denn wie du eben schon ganz richtig angespielt hast, normalerweise ist es nun mal in einem Wolfsrudel nur die Alpha-Wölfin, die trächtig wird. Hier gibt es offenbar mindestens eine weitere Wölfin, die auch, der sozusagen auch erlaubt wird, Nachwuchs zu bekommen. Mhm. Also nochmal wieder ein Punkt, der von dem normalen Verhalten dieser Tiere abweicht. Mhm. Alinde guckt sich die Wölfe da an. Also was Alinde tun würde, wenn ihr nichts irgendwas dazwischen kommt, sie würde mal so die Lichtung so am Rand abschreiten, ein bisschen Luft schnappen, was trinken, gucken, ob ihr noch irgendwas auffällt, mal so die Spuren anschauen und nochmal bei der Alvaranie genauer vorbeischauen. Und was sie so ein bisschen im Sinn hat, ist... ob denn in der Entourage dieser Zirkusdirektorin sich eigentlich auch Pflanzenfresser befinden. Weil Wölfe, Bären, Gänseluchs, gut, der große Schröter, naja. Aber es waren bisher alles nur so ausgewiesene Raubtiere eigentlich. Und es gibt ja auch Pflanzenfresser im Wald. Gut, die könnten noch da sein, aber weil ihr guckt mal, ob da sowas ist, weil irgendwas fressen die Wölfe ja auch. Dann mach mal entsprechend, also beim großen Schröter bin ich der Meinung, entweder weißt du es schon oder ich glaube, Esther hatte etwas Entsprechendes erwähnt, dass die nun mal keine Fleischfresser sind, explizit. Ja. Bei dem Borkenbären weißt du, dass es immer mal wieder Leute gibt, die
aufgrund des Namens fälschlicherweise annehmen, dass der eventuell sich von der Borke von Bäumen ernähren würde. Mhm. Aber tatsächlich weißt du, dass er sich primär von Insekten ernährt. Mhm. Von großen Schwödern. Nein. Also zumindest, dass er sich auch von Insekten ernährt. Mhm. Es ist nun mal wie bei Bären nicht ganz unüblich, dass er relativer Allesfresser ist. Mhm. Aber ja. Ansonsten, wenn du da speziell nach den Spuren suchst, ohne dir da jetzt noch irgendwie eine weitere Probe erstmal für abzuringen, du identifizierst eine weitere Art von Spuren noch, die du aber nicht wirklich zuordnen kannst, weil die sehr viel anders aussehen als alles, was du soweit kennst. Mhm. Das sind eben, also gibt es Spuren von, wie heißen die, diese Dinger, die wir bekämpft haben? Kurams-Bestien? Von denen gibt es keine Spuren, nein. Mhm. Dachte ich mir. Aber es gibt auch keine Spuren von irgendwelchem Wild, also im Sinne von Antilopen oder Wildschweine, so. Rehe, was auch immer in diesem Wald ist, also wirklich, also Wildschweine sind keine Pflanzenfresser, aber reine Pflanzenfresser und oder Wildschweine. So solche Spuren oder auch kleine Tiere, also Hasen, ja. Manche Hasen fallen ja tot um, also scheint es welche zu geben. Solche Geschichten. Nee, also und, abgesehen von den Tieren, die du nun mal von denen du nun mal bereits weißt, dass sie hier so herumgeistern, identifizierst du halt, wie gesagt, auf jeden Fall eine weitere Art von Abdrücken, ja. Bei denen du weißt, die sind hier so regelmäßig, dass es Spuren sein müssen. Ja. Aber du kannst sie halt, wie gesagt, nicht zuordnen. Aber es scheint dann auch ein größeres Tier zu sein, oder? Von den Spuren her. Die Spuren her, also am ehesten, du schließt es absolut aus, aber am ehesten stimmen sie noch überein mit den Spuren des großen Schröters. Also du könntest dir denken, dass es vielleicht nochmal irgendwie so etwas in Anführungszeichen Insektoides ist. Es sind jedenfalls keine Spuren irgendwie von Paarhuflern oder von Hunde- oder katzenartigen Tieren. Und Vögel? Gibt es in den Bäumen Anzeichen, dass dort auch Vögel lagern in rauen Mengen? Also hier, siehst auf jeden Fall oder du hörst auf jeden Fall Vögel und ähnliches Leintier hier auch in der Nähe. Es kommt dir jetzt nicht unbedingt so vor, dass die jetzt explizit gezielt hier ihr Nest gebaut haben oder so. Mhm. Aber du merkst auf jeden Fall, dass sie nicht diese Gegend hier meiden. Okay, es scheint nicht mehr zu sein als an anderer Stelle des Waldes, die halt mit diesem Zirkus weniger zu tun hat. Ja, würdest du so einschätzen. Mhm. Okay, ansonsten fällt mir nichts auf im Wald, auf der Lichtung oder an der Alvarania? Nein. Gut, naja. Dann wird der Alinde irgendwann dann auch mal wieder reinspazieren, dann. Nach, keine Ahnung, 20 Minuten oder so, je nachdem, wie lange das dauert. Also um die Lichtung einmal zu umrunden, bräuchtest du maximal 10 Minuten. Ja, ich lasse mir ja Zeit und guck mir die Alvarania ja, nochmal an. Ja, das ist schon auf so. Gemütlichen Schlendertour. Ja, ich laufe auch nochmal ums Zelt herum und so, guck mir die Bäume nochmal an. Gut, dann muss Harukul dich extra holen kommen. Dann bin ich rechtzeitig wieder da. Dankeschön. So schwierig war das doch gar nicht. Hör doch einfach mal auf mich. aber ja, da Gewirr gerade so viel unserer Zeit noch verbraucht hat, glaube ich, dass wir tatsächlich den Beginn der Vorstellung, der normalerweise so in der Mitte der Folge hätte sein können. Du kennst jetzt uns dank doch. Gewirr. Ach so, dank mir. Wie lange hat das jetzt gedauert, Arlindes Szene draußen? Ja, viel 20 lange. Minuten. Ja, genau. Dankeschön. So ja kommst du nie zu deinen Juwelenkelch, mein Freundchen, weißt du? Ja. Naja, das wird das dann jedenfalls doch lieber auf den Beginn der nächsten genau. Folge schieben. Genau, das ist sehr weise und ich nominiere Juwelenkelch als Episodentitel. Nein, ich nominiere. Tja, ich hab freie Platzwahl. Freie Platzwahl, richtig. Tiergespräche. Hm.
Tierflüsterin, Katzenflüsterin. Verspätete Begrüßung. No. Sternchen, Patsch, Patsch, Sternchen. Wo hat sie dich berührt? Beste. Wir könnten auch sagen, charismatische Helden. Es wäre auch nicht irgendwie ganz so schlecht für eine Episode. Ja, das stimmt. Dass wir zwei eine Eins würfeln bei so einer Attributsprobe ist ja auch irgendwie nicht ganz so häufig. Dann könnte man es aber auch charismatische Charaktere nennen. Du hast völlig recht. Ja? Das würde ich nur ohne dich tun. Das müssen wir zum Glück nicht in Erfahrung bringen. Ja, weil du ja da bist. Treuer meiner Seite, sehr gut. Gut. Ja, charismatische Charaktere, finde ich gut. Ja. Okay, prima. Ja, dann ist diese Episode zu Ende und weiter mit der feinen Manege frei geht's im nächsten Teil. Bis dahin.